Vor dem Spiel gegen den FC St. Pauli gehen wir in die Pressekonferenz rein mit uns LT Sport. Die erste Frage handelt davon, ob unser dritter Torwart Benjamin Upphoff jetzt gegen St. Pauli spielen wird, aber er wird auf jeden Fall nicht spielen. Wir haben da eine Super Nummer 1, Florian Müller, und deswegen sehe ich da keinen Grund, jetzt ausgerechnet im Derby zu tauschen, genauso wie Kevin Breul, unser zweiter Torwart. Auch den werden wir nicht bringen. Ich will hier gegen St. Pauli auf jeden Fall mit Bestbesetzung spielen. Die dritte Frage handelt von unserem doch eher durchwachsenen Saisonstart und wir sagen einfach mal, dass wahrscheinlich noch alles passieren kann, so, aber wir müssen auf jeden Fall uns steigern, weil das, wie es bisher gelaufen ist, so werden wir wahrscheinlich nicht aufsteigen. Aber jetzt gehen wir erstmal rein ins Derby und damit rein ins Spiel. Unsere Spieler, genauso wie die Spieler vom FC St. Pauli, wärmen sich gerade noch auf. Es ist eines der wichtigsten Spiele dieses Jahres hier für uns, den HSV, und das wichtigste Spiel in unserer Karriere bisher im Amt des HSVs. Das Stadion hier am Millerntor ist ein Tollhaus. Sowohl unsere Fans als auch die des FC St. Pauli machen hier richtig Stimmung. Es ist der sechste Spieltag und wir gehen hier jetzt rein ins Spiel. Wir probieren natürlich unser Bestes zu geben und wollen hier am besten einen Sieg haben. Am besten so, wie es letzten März lief, als wir mit 4 zu 0 hier am Millerntor gewinnen konnten. Aber wir werden allgemein mit einem Sieg zufrieden. Und dabei wollen wir auf unsere gute Defensive setzen, die beste in der Liga. Aber auf dem zweiten Platz steht unser Gegner, der FC St. Pauli. Unsere Defensive haben wir auf jeden Fall unserem Keeper Florian Müller zu verdanken, den wir ja, wie eben in der Pressekonferenz schon angesprochen, auf jeden Fall spielen lassen und nicht Kevin Broll oder Benjamin Upphoff. Ich sehe da einfach keinen Grund für, die beiden spielen zu lassen oder einen von den beiden spielen zu lassen, besser gesagt, weil wir haben einen super Keeper und im Derby wollen wir natürlich alles geben und mit unserem ersten Keeper reingehen, solange er denn fit ist. St. Pauli im Tor mit einer Überraschung, Cordano spielt. Den haben sie wohl neu geholt. Davor die Viererabwehrkette und davor dann auf der 6 Knoll. Im Mittelfeld spielen vier Spieler, Flum und Buchtmann. Flum soll eher für die defensivere Rolle zuständig sein und Buchtmann für die offensivere. Spielen in der Zentrale im Mittelfeld und im Sturm hängt Fährmann. Bei uns spielt, wie eben vorhin schon angesprochen, Florian Müller im Tor, davor eine Viererabwehrkette, wie wir sie gewohnt sind, davor ein Zweier im Mittelfeld, neben Freien spielt Gideon Jung, Kittel, Linok und Schaub, unser Stamm Mittelfeld und im Sturm unser Stammstürmer Adam Armstrong. Insgesamt also wieder um 4-2-3-1 und wir starten jetzt rein ins Spiel. Anstoß für St. Pauli und los geht's. St. Pauli kommt hier besser ins Spiel rein und es läuft die sechste Minute. Jetzt kommen sie mal in eine gefährliche Position. Flum zieht ab, aber der Ball geht vorbei, wenn auch nur knapp. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt, dass der Ball nicht reingeht. Aber wir müssen auf jeden Fall aufpassen und uns ein bisschen zumindest bessern, damit wir hier gewinnen können. Denn St. Pauli ist hier deutlich besser, aber wir haben den Kampfgeist. Habt ihr eben diese Grätsche gesehen? Aber auch hier die von Avevor ist großartig. Also die beiden Mannschaften hier kämpfen. Wir sind mittlerweile ein bisschen besser im Spiel drin, wenn auch noch nicht ganz so gut. Jetzt will er mal, zieht einfach mal ab und der Ball geht nur knapp vorbei am Tor. Ähnliche Situation wie von Flum vorhin auf St. Pauli Seite. Dann war auch schon Halbzeit, es war nicht so viel los hier im Derby. Florian Müller hatte einiges zu tun, aber auch nicht so viel, wie er es gewohnt ist. Genauso wie auf der Gegenseite Cordano.
Wir kamen besser aus der Halbzeit, aber es läuft schon die 66. Spielminute. Willock kommt zwar vor Cordano an den Ball, kriegt ihn jedoch nicht aufs Tor. Wir sind jetzt deutlich besser gerade. Armstrong zieht wieder ab und Cordano hält klasse. Ein Tor wäre mittlerweile für uns mehr als nur verdient. An den Chancen, die wir hier haben, den muss Armstrong eigentlich machen. Aber Avivor fälscht diesen Ball noch ab. Dann kam St. Pauli mal wieder. Wir hatten den Ball hier eigentlich schon mit Van Drongelen, dann kommt Buchtmann und Tor für St. Pauli. Das läuft natürlich nicht so gut, er trifft mitten ins Herz der Buchtmann vom HSV. Wir waren gerade in einer sehr, sehr guten Phase, hätten das Tor eigentlich machen müssen. Und dann kommt St. Pauli und schießt diesen Ball hier rein. Fehler von Van Drongelen, wir hatten den Ball eigentlich schon, er stolpert, Buchtmann nutzt das eiskalt aus und schießt den Ball rein. 1-0 für St. Pauli. Unser Ziel war ja hier zu gewinnen. Jetzt müssen wir uns erstmal aufs Unentschieden konzentrieren. Und da kann man sich auch mal ärgern. Zu Recht, wie ich finde. Es läuft schon die Nachspielzeit. Letschert kommt. Ich weiß nicht, wie das hier noch gut gehen soll. Kittel auf Jatta. Jatta muss ihn machen. Jatta macht ihn. 1-1 in der Nachspielzeit. Bei einem schon verloren geglaubten Spiel treffen wir doch nochmal. Was für eine tolle Moral. Und unsere Fans flippen völlig aus. Wir treffen den FC St. Pauli jetzt im Derby-Herz. Die glaubten, sie hätten das Spiel schon gewonnen. Doch dann kommt der eingewechselte Bakary Jatta und macht das Tor in der 93. Minute. Dieses Unentschieden fühlt sich auf jeden Fall an wie ein Sieg, auch wenn es keiner ist und wir unser Ziel verfehlt haben. Das tut uns richtig gut, diese Moral, und dass Bakary Jatta ihn ausgerechnet reinmacht. Bakary Jatta kam ja in dieser Saison noch nicht ganz so häufig zum Einsatz und jetzt nur als Stürmer für Adam Armstrong reingekommen, weil wir ja ohne Flügel spielen. Das war's dann auch von diesem Derby. Die St. Paulianer gehen ein bisschen ernüchternd vom Platz. Auch wir hätten eigentlich hier vielleicht sogar siegen müssen, aber freuen uns natürlich über den Punkt, den wir in allerletzter Sekunde durch ihn hier, Bakary Jatta, geholt haben. Das war's damit jetzt hier vom Kiez und ich verabschiede mich. Das war ein spannendes 1:1, ein spannendes Derby, ohne große Highlights, aber ich weiß nicht, ob es spannender geht, als es sich hier zugetragen hat. Wir sind jetzt hier angekommen beim Interview nach dem Spiel, nach diesem packenden Derby und bekommen gleich mal die erste Frage zu unserem dritten Keeper. Unsere Standardfrage, die wir immer gefragt bekommen, warum durfte er nicht spielen? Er durfte einfach nicht spielen, weil wir einen besseren Keeper haben, will ich hier gerne eigentlich antworten. Und die Reporter sollen mal endlich kapieren, dass wir auch noch Florian Müller haben, der hier unbedingt spielen muss, der hier super Spiele abliefert und nicht nur Uphoff. Und die zweite Frage, die zu Kevin Breul ging, die sollten uns mal lieber nach dem letzten Tor fragen in der letzten Minute. Stattdessen kommt noch eine Frage zu Adam Armstrong. Er war auf jeden Fall gut, auch wenn er gegen Jatta, den späteren Torschützen, ausgewechselt wurde. Damit herzlich willkommen hier wieder zurück zu unserer HSV-Karriere. Nach der letzten Folge mit den ganzen Transfers haben wir jetzt also im Derby einen Punkt geholt und gegen Aue ist ein Sieg eigentlich Pflicht. Wir treten wieder mit unserer Bestbesetzung an und spielen nur unentschieden. Jairo rettet uns wieder mal 3 Minuten vor Schluss nur den einen Punkt. Ähnlich wie eben Jatta beim Derby. Das ist natürlich nicht gut. Wir stehen in der Tabelle im Moment nur auf Platz 7. Deswegen muss auch weiterhin trainiert werden. Mal sehen, was da rauskommt. Daschner geht trotz schlechterem Trainings auf die 68 hoch. Ist natürlich schön. Außerdem hat Armstrong sehr gut trainiert. Und wir gehen jetzt hier einfach weiter ins nächste Spiel, weil in der Woche ist nichts passiert. Was sollten wir denn da noch groß tun? Also, mal sehen, gegen Regensburg gibt es dann immerhin mal einen Sieg. Unser Neuzugang aus dem August, Jensen von Augsburg, trifft. Und Adam Armstrong trifft auch. Er hat ja eben super trainiert. Mal sehen, ob er das jetzt wiederholen kann. Ja, er kann es, auch wenn es nur mittelmäßig ist. Willock geht sehr weit hoch.
und Armstrong schafft die 74. Daschner trainiert wieder gut und jetzt gucken wir uns mal ein Spiel an. Hallo und herzlich willkommen hier zum Spitzenspiel. Hannover gegen Nürnberg. Der erste empfängt den zweiten in der HDI Arena. Die Mannschaften laufen gerade ein. Hannover mit einer super Saison bisher. Genauso wie der Mitabsteiger Nürnberg. Beide sind ja direkt abgestiegen und der VfB Stuttgart musste durch die Relegation, die sie gegen Union Berlin verloren haben, auch runter. Ron-Robert Sieder war in den Zeiten noch bei VfB Stuttgart. Jetzt hält er hier in Hannover in der zweiten Liga bisher sehr, sehr viel fest und ist ein Garant dafür, dass Hannover hier meist gewinnt und eigentlich auch dieses Spiel gewinnen sollte. Nein, weiß natürlich aber nie. Und jetzt sollte es auch schon losgehen hier mit der Partie. Anstoß von Hannover 96. Wir gucken uns jetzt direkt mal die erste Szene an. Da kam Behrens und Nürnberger frei, war frei, aber schießt Ron-Robert Zieler den Ball direkt in die Arme. Die Nürnberger besser, doch bis zur Halbzeit passierte fast nichts. Wir sind schon in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als Nürnberg dann doch einmal relativ gefährlich in Person von Nürnberger wurde. Er zieht den Ball aber auch am Tor vorbei, so dass Zieler nicht eingreifen muss. Edes kam da einen Schritt zu spät. Auch in der zweiten Halbzeit machte Nürnberg weiter Druck, aber an Ron-Robert Zieler kam sie bisher noch nicht vorbei. Oliver Sorg flankte auch mal rein und dann rettet Zieler diesmal der Pfosten und am Ende nochmal Zieler selbst. Also das Tor war für die Nürnberger wie vernagelt. Sie hätten hier auf jeden Fall einen Treffer verdient gehabt. Man sieht nicht, dass Hannover hier der Erste ist und Nürnberg der Zweite. Eher denkt man, es wäre andersrum. Hannover hier auf jeden Fall im Moment können sie nicht mit Nürnberg mithalten. Und so sollte es auch weitergehen. Nürnberg kam noch einmal und der Kopfball ging ans Außennetz. Ich weiß nicht, wie viele Chancen das hier waren, aber eine von Nürnberg hätte auf jeden Fall reingehen müssen. Und sie hätten sich belohnen können, haben sie nicht getan. 80. Minute dann schon. Die Nürnberger kamen wieder, wer auch sonst, über Robin Hack. Und schon wieder prallt der Ball vom Aluminium ab. Das Tor ist immer noch zugenagelt. Auch der Ball, der zweite Kopfball von Hanno Behrens innerhalb weniger Minuten nach diesem tollen Freistoß, ging knapp daneben. Auch wenn man in dieser Perspektive sieht, dass da schon ein Meter gefehlt hat. Die Nürnberger ärgerten sich zurecht. Hier wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Hätten sie dieses Spiel gewonnen, wäre die Tabellenführung möglich gewesen. Aber Ron-Robert Zieler hielt auch den letzten Angriff. Am Ende ein dann doch eher enttäuschendes 0:0 mit besserem Ende für Hannover. Die bleiben nämlich Erster, trotz einer sehr, sehr schwachen Leistung. Dem Spitzenspiel steht für uns selbst ein Spiel an, und zwar gegen Greuther Fürth. Vorher meldet sich noch der Ex-Fürther Karle Naray bei uns und sagt, dass er in letzter Zeit gut in Form ist und spielen möchte. Diesen Wunsch werden wir ihm auf jeden Fall ermöglichen. Ist ja immerhin sein Ex-Verein. Aber es geht natürlich auch darum, dass wir gewinnen können. Und das tun wir mit 3:2 in der 87. Minute. Hätten wir durch einen Elfmeter auch durchaus auf 4:2 erhöhen können. Aber Berisha verschießt ihn. So blieb es dann beim 3:2. Im Büro haben wir zwei Spielernachrichten. Khaled Naray bedankt sich dafür, dass wir ihn eingesetzt haben. Er soll auf jeden Fall so weitermachen, weil er ist ziemlich wichtig für uns. Besonders, weil er so flexibel einsetzbar ist. Van Drongelen ist ein bisschen beunruhigt, was die Medien über ihn schreiben.
dass er vielleicht nicht mehr eingesetzt wird, aber er ist auf jeden Fall sehr wichtig. Wir trainieren jetzt nochmal hier, bevor wir ins Spiel gegen Bielefeld reingehen. Es ist eher durchwachsen und jetzt ab ins Spiel. Ich heiße Sie herzlich willkommen hier aus Bielefeld von der Alm. Die Arminia empfängt am 10. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga den Hamburger Sportverein. Die Mannschaften laufen gerade ein. Die Hamburger hatten ja zuletzt gewonnen. Und zwar gegen Greuther Fürth mit 3:2 zu Hause, wo unter anderem auch ihr Ersatzstürmer Marlon Berisha einen Elfmeter verschoss. Im Fokus bei den Bielefeldern ist natürlich der 4-Tore-Mann der letzten 3 Spiele, Sokou. Er hat den Bielefeldern auch am letzten Wochenende geholfen und soll dies auch heute tun. LT Sport Entertainment noch relativ gelassen, obwohl der Start der 2. Liga im HSV alles andere als optimal verlief, aber sie sind im Moment auf Wiedergutmachungskurs und haben die letzten beiden Spiele gewonnen, unter anderem auch im Derby dann unentschieden gespielt und sind jetzt seit 7 Spielen ungeschlagen und das soll auch gegen die Bielefelder so bleiben. Dann ging es los, rein in die Partie. Der HSV sehen wir oben links, hatte noch nicht viel mit den vorderen Plätzen zu tun, aber an die könnten sie mit einem Sieg anknüpfen. Doch erstmal kamen die Bielefelder in der 9. Minute und trafen direkt in Person von Fabian Klos. Der Kapitän schießt hier also die Bielefelder in Führung und die Alm, die tobt die Führung gegen den ambitionierten HSV, den Favoriten hier im Duell, aber sie haben einen Top-Stürmer mit Fabian Klos und der lässt Florian Müller im Tor des HSVs gar keine Chance. Für Klos ist es jetzt das erste Tor erst in dieser Saison, also wurde auch mal dringend nötig für ihn, dass er traf. Doch der HSV wollte schnell antworten. Marlon Berisha, der letztes Wochenende den Elfmeter verschoss, scheitert hier an Ortega. Doch der HSV machte Fehler. Hier Wagnermann und Müller mit einer Monsterparade hält den HSV noch im Spiel. Bielefeld blieb weiter dran und kam durch Weihrauch und wieder Müller ist es, der die Hamburger rettet. Dann der Top-Torschütze von Bielefeld, Sokou, auf Fabian Klos. Und der macht hier sein 2. Saisontor. Beide Tore gegen den HSV. Ein Doppelpack. Und das in der ersten Halbzeit. Da hat Müller dann mal gar keine Chance. Ungeordnete Hamburger Defensive. Vor allem ist das ja auch nur die 2. Elf des HSVs. Und da kann sich Müller und LT Sport sehr, sehr ärgern, dass sie Fabian Klos hier so frei ließen, der bisher in der Saison von Arminia Bielefeld noch nicht so recht in Erscheinung trat. Doch der HSV kam aus der Kabine mit Daschner, der probierte einiges, aber schaffte wenig, genauso wie Frederik Jensen. Das war bisher eine der besten Chancen des HSVs, bis auf die von Marlon Berisha vorhin. Dann ging es weiter und die Arminia wechselte schließlich Weihrauch aus. Der hatte ein super Spiel gemacht. Daschner brachte aber auf Seiten des HSVs richtig viel Tempo in die Partie und wird gelegt im Strafraum von Cedric Brunner. Und das gibt dann auch den Elfmeter. Vollkommen zu Recht, auch wenn die Bielefelder das anders sehen und hier den Schiri auspfeifen. Es war wahrscheinlich von den Zuschauerrängen schwer zu sehen, aber Brunner trifft nicht den Ball. Und Berisha hatte ja letzte Woche einen Elfmeter verschossen,
aber diesen hier macht er ganz, ganz sicher rein, verlädt Ortega, der springt aus seiner Sicht in die Rechtecke und Berisha schießt in die linke Ecke, der Ersatzstürmer des HSVs. Der HSV hier ja auch nur mit B-Besetzung in Anführungsstrichen am Start. Unter anderem spielt Philipp Lienhardt und Dominikus Fina. Von Watford ist er im Sommer ja gekommen und macht hier jetzt eines seiner ersten Spiele. Und Marlon Berisha von RB Salzburg gekommen, gibt dem HSV hier in der letzten halben Stunde nochmal die Hoffnung, zumindest ein Unentschieden aus diesem Spiel zu machen. Doch die Hamburger waren erschreckend schwach, bis auf Daschner und Berisha war da nichts und sie machten sogar fast ein Eigentor. Nur Florian Müller bewahrt sie davor vor allem, dass Meffert hier ein Eigentor macht. Wahrscheinlich wäre der Ball gegen den Pfosten gegangen, aber es war trotzdem gefährlich. Hier spielten weiterhin nur die Bielefelder und ein 3-1 war mittlerweile fast überflüssig. Berisha, einer der wenigen Lichtblicke des HSVs, hatte dann doch nochmal die Chance auf den Ausgleich auf dem Fuß, aber vergab sie an Ortega, der klasse hielt. Und die Bielefelder kamen jetzt hier nochmal kurz vor Schluss. 3-1 und Schütz macht's alleine. Aber Müller, auch einer der drei, die super hier gespielt haben, bewahrt den HSV vor einer noch höheren Niederlage. Aber das war's dann am Ende. Im Interview fragten wir dann LT Sport nochmal nach Benjamin Upphoff, warum er nicht spielen durfte. Obwohl Müller ein super Spiel gemacht hat. Man muss ja immer mal gucken, ob es vielleicht nicht sogar noch bessere Torhüter gibt, die den ein oder anderen Ball noch besser halten können. Genauso wie Kevin Broll. Aber es war auf jeden Fall kein gutes Spiel. Danach fragten wir LT Sport dann auch. Und er sagte, dass diese ungeschlagenen Serie dann auch irgendwann mal reißt. Da sind wir nun also wieder im Menü. Und nach dieser enttäuschenden Niederlage müssen wir uns doch eher mal erholen. Jairo beschwert sich bei uns, dass er nicht spielt. Wir sagen ihm, dass er schon noch seine Spiele bekommen wird und werden jetzt erstmal weiterhin hart trainieren. Alles wird simuliert. Es gibt viele Aufstiege in den kleinen Stats und insgesamt war es ein sehr, sehr gutes Training. Jetzt gehen wir weiter in Richtung des Spiels gegen den VfB Stuttgart. Ein Topspiel, welches es in der nächsten Folge zu sehen gibt. Ein Spiel gegen den Absteiger aus Stuttgart, wie eben schon gesagt. Wir werfen nochmal einen Blick zum Ende der Folge auf die Tabelle. Wir sind Sechster hinter Heidenheim, Bielefeld, Nürnberg, Darmstadt und Hannover. Das war's von meiner Seite aus. Macht's gut, bis dahin und ciao.